Willkommen zurück, ihr Paper Mario Fans, zu einer neuen Folge. Beim letzten Mal, ja, sehr schön, der edle Stern Mama wurde befreit. Sehr, sehr schön. Ich mache nochmal einen kleinen Abstecher hier in die Stadt zu dem staubtrockenen Vorposten und rede nochmal mit ein paar Leuten. Ich glaube, irgendwas passiert noch oder was Lustiges, keine Ahnung. Hallo? Hey, weißt du was? Irgendwo in der Wüste steht ein steinerner Kaktus. Achso, ja, okay. Ja. Haben wir ja schon den Orden. Apropos Orden, Leute, ihr habt mir nochmal erzählt, dass ich wohl schon wieder einige Orden verpasst habe. Vielen, vielen Dank dafür, für die Information, aber wisst ihr was? Ich glaube, das wird einfach ganz klassisch, alles, was ich so verpasse und was man noch nachholen kann, wird einfach am Ende oder kurz vorm Ende noch alles geholt. So ähnlich wie, stellt euch ähnlich vor wie damals bei meinem Let's Play zu Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor, wo ich auch richtig schön alles mit Schneiden und so, Laufwege wegcutten und so, nochmal alles einfach einsammeln. Ich glaube, sowas werde ich wieder machen. Also stellt euch darauf ein, dass ich erstmal einfach ganz normal spiele, bis halt kurz vorm Ende und dann wird nochmal alles eingesammelt für die 100%. So, wer seid ihr denn? Das ist etwas völlig anderes als unsere Arbeit im Palast hier. Wir sind hierher gekommen, um nach Spannung, Aufregung und Abenteuern zu suchen. Aber es ist zu heiß, ich fühle mich völlig ausgetrocknet. Still, Mädchen, die Hitze der Wüste ist nichts im Vergleich mit unserem Verlangen nach Abenteuer. Solange wir zusammenhalten, können wir alles ertragen. Zusammen können wir es sogar schaffen, das gesamte Königreich von einer Seite zur anderen zu durchqueren. Ich habe hier im staubtrockenen Vorposten viele seltene Waren gesehen, erstanden. Und später halten wir an den staubtrockenen Ruinen. Wir werden viel zu erzählen haben, wenn wir wieder nach Hause zurückkehren. Alles klar, die Mädels hier reisen einfach weiter in das Land. Wenn wir hier irgendwie rumeiern. So, wo ist denn jetzt hier? Ich glaube, ich gehe nochmal zu Maustafa. So, warte mal hier, bist du jetzt mit dem Artefakt oder so? Man sagt, dass die Ruinen in der Wüste erhoben haben. Ob das wohl wahr ist? Okay, gut. Er will es nicht. Ich glaube, da müssen wir halt echt einfach direkt dem Colorado geben. Ich gehe nochmal ganz kurz hochgucken. Vielleicht hole ich mir nochmal einen neuen Zauber. Obwohl, nee, vielleicht nicht. Warte mal, wie viel Geld habe ich? Ich habe 161. Nee, aber ich werde wohl jetzt mal wieder mal Orden kaufen gehen. Mein ganzes Cash für Orden. So, ich brauche Power Carry. So, ich glaube, bei mehr lieblich oder mehr, wie die da hieß, da im Hintergrund, die den Zauber macht, da werde ich erstmal noch warten und mir erstmal nichts mehr holen. So, wir haben es geschafft, Mann. Alles cool. Wie ist es dir in der staubtrockenen Ruine ergangen? Das war richtig nice. Wuhu! Freut sich voll. Was? Das kann nicht sein. Bowsers Leute hatten die Ruinen bereits betreten. Oh, du hast sie verjagt? Mario, du hast dir Maustafas ewigen Dank verdient. Du bist so nett, wie man nur sein kann. Ich wünsche dir viel Erfolg. Alles klar. Das wollte ich einfach nur nochmal hören aus seinem Munde, dass er Bescheid weiß. So. Und uns bleibt jetzt eigentlich bloß noch übrig. Ja, wir gehen jetzt einfach wieder schön zurück nach Hause. Und machen uns schon mal ein bisschen wieder auf den Weg zu Kapitel 3. Ja, es geht nämlich auch bald los. Obwohl, so bald weiß ich gar nicht. So, ich werde nochmal ein bisschen kurz nochmal... Ja, du hast einen Brief gefunden an Mord T in Cooperheim. Mord T, alles klar. Ist ja nochmal, ich wollte gerade sagen, ich guck mir nochmal ein bisschen hier die Palmen an. Oh Gott, ey, ob ich alle Briefe finden werde? Keine Ahnung. Aber selbst wenn nicht, dann, ne, wie gesagt, wird alles nachgeholt. So, die hat mir auch noch erzählt, dass es hier in der Wüste noch einen Tornado gibt, der einen zum Orden führt. Es gibt an sich mehrere Tornados. Und, ja, einer davon führt uns noch fast ohne Umwege zu einem Orden. Den hätte ich ja schon noch gerne, ne? Oh, hier ist erstmal die Oase. Warte mal, bei der Oase hole ich mir noch mal ein paar Früchte hier. Warte mal. Warum nicht, ne? Vielleicht kann man daraus irgendwas kochen hier. Komm mal her. Limette. Und eine Zitrone. So, wo jetzt hier der Tornado ist, weiß ich nicht. Welcher. Was zum. Saures Tonic. Saures Tonic gehalten. Halt Vergiftung und Verschrumpfung. Das ist ja cool. Lacht ihr hier schon vorher rum? Ich hab den Bus nicht gecheckt. Oder kann es sein, dass ich noch gar nicht war? So, ich suche mal nochmal einen Tornado, vielleicht genau Glück und finde genau den richtigen, der mich dahin beamt. Lala. Wenn ich jetzt sowieso auf dem Weg nach Hause bin, ihr wisst schon, ich muss sowieso die ganze Wüste durchqueren. Muss ich echt doch die ganzen Klippen wieder überqueren? Ich glaube ja. Gucken, ob irgendwas noch passiert währenddessen. Die Musik. Ob ich jetzt alle Geheimnisse der Wüste rausgefunden habe, kann ich jetzt nicht sagen. Aber an sich sind mir nur wichtig Orden und eben, Sternsplitter. Das andere, naja, komm. Ist jetzt nicht so wichtig. Wow. So, ich kenne Weg nicht. Ihr bringt eh kaum noch Erfahrungspunkte. Wo ist denn jetzt hier noch so ein Tornado?
So, hier waren wir den einen Orden gefunden. Das war super nice. Wie es immer noch weitergeht. Und ich wollte auch noch zu Colorado, stimmt? Zu Colorado muss ich auch noch. Ja, also keine Ahnung, wie lange die noch dauert. Wir müssen erstmal die Wüste durchkämmen. Okay, jetzt sind wir schon am Ende. Und halt, wir müssen auch wirklich eigentlich nochmal in die staubtrockenen Ruinen zurück. Weil, wie gesagt, habt ihr mir erzählt, da ist noch ein Orden versteckt. Und den habe ich nicht gefunden, Leute, habe ich nicht gefunden. Aber ich habe mir in der Aufnahme nochmal geguckt. Ich weiß, wo der Orden ist. Und man sieht sogar den Raum auf der Karte. Auf der Map. Mann, wo ist denn jetzt hier der Olle? Oh, Tornados finden, ey. Mein Gott. Hier ist einer. Mal gucken, ob das der richtige jetzt ist. Wie er guckt. Ich weiß nicht, ob es der richtige ist. Okay, er war es nicht. Ah, ich bin wieder auf dem Weg. Okay, warte mal. Dann gehen wir erstmal zu Colorado. Ich glaube, ich bin genau bei dem hier, bei dem Tornado. Der hier ist Barbie schon reingegangen. Der hat mich zu dem Orden gebracht. Gut. Also muss es irgendein anderer noch sein. So, hier ist wieder er hier. Hallo. So, da hast du Glück, ohne weiter zu sagen. So, Colorado. Der freut sich jetzt. Pass auf. Ich habe für dich was gefunden. Dein Artefakt. Wonach du gesucht hast, das kannst du nach Hause zu deiner Frau gehen, bevor die komplett ausrastet. Und dich vor die Tür setzt. Mann, das wäre hart. So. Ach, wann war der so weit am Anfang? Verdammt. Ich dachte, Colorado wäre auch kurz vor der Stadt. Naja, durcheinander gebracht. So, dann gehe ich einfach nochmal hier die obere Reihe lang. Und hoffe auf einen Tornado. Ja, also, so groß ist die Wüste ja denn doch nicht, ne? Man merkt's ja. Oh Gott. Hier sind ein paar Bäume. Wartet mal. Erstmal hier. Wäre so fies, wenn hier irgendwo einfach ein Sternsplitter drin wäre. So, hier waren wir. Hier hat uns der Tornado schon mal hingebracht. Alles klar. Mann, wo ist denn der andere Orden? Tut mir leid, hier, so. Bei dir war ich auch noch nicht drin. Ich gehe einfach mal kurz gucken, wo du mich hinwirfst. Ui. Immer noch falsch. Toll. Oh. Oh. Oh je. Aber hier ist gleich noch einer. Den war ich, glaube ich, auch noch nicht. Dann gehe ich einfach gleich mal wieder in ihn mit rein, oder? Na los, komm. Bitte zum Orden, Mann. Man erkennt aber diesmal. Den Orden erkennt man, wenn man den richtigen hat. Ui. Immer noch falsch. Das gibt's einfach nicht. Alles falsch. Alter. Jetzt richtig. Wow. So viele Pokies. Oh, das wird immer mehr. Oh, da haben wir da oben. Da ist ein Item. Da ist ein Item. Das will ich haben. Es ist eine Feuerblume. Oh, oh je. Jetzt bin ich hier ganz oben, ey. Wie ich mir vorstellen kann, bin ich gleich wieder beim Tempel oder was. Kann ich gleich nochmal da reingehen und mir den Orden doch holen. Ah, diese Wüste, ey, durchkämmen. Wo war denn jetzt hier der Tornado, der einen da hinbringt? Wow. Dachte echt, das kann man hier mal auf dem Rückweg nochmal schnell erledigen, wisst ihr? Aber nee. Okay, gut. Ja, man kommt jetzt echt einfach ganz normal. Ja, komm, wenn ich schon mal hier bin. Ja, okay. Wenn ich schon mal hier bin, hole ich mir doch gleich den Orden. So, und zwar ist das ganz einfach. Wir müssen dahin, wo wir den Hammer her hatten. Das heißt, hier erstmal an allen vorbei. Weil die bringen eh keine Erfahrungspunkte mehr. Ne? Dupp, dupp. So, sollte nicht lange dauern. Hoffe ich. Ich darf mich bloß nicht so, blöd anstellen. So, Gott. So, genau. Hier war das ja schon so ungefähr. Nee, halt, hier war ja was anderes. Moment. Hammer, wir kommen. Ich meine, ich habe den Hammer schon, aber der Orden. So, flatter mal schnell hier rüber. Ups. Rüber flattern, bitte. Mensch! Flattern! Oh. Ich versuche immer da unten. Ich drücke nach unten. Oh, ey. Wie gesagt, Virtual Console Version, das ist hier auf dem Control Stick. Nicht so einfach. So, hier bin ich da. Aber ich muss das Rätsel nochmal machen, oder? Naja, natürlich muss ich das Rätsel nochmal machen. Okay. Aber der Orden ist echt mies. Versteckt, möchte ich gerne mal fast sagen. Weil, wie gesagt, man kommt drauf, wenn man sich die Karte anguckt, dass da der große Raum, wo wir jetzt gerade sind, da ist nämlich noch ein kleinerer Raum verzeichnet im Hintergrund. Ja, tut mir leid, dass wir jetzt echt nochmal hier so auf der Suche nach einfach nur nach ein paar Orden sind. Aber hey, 100%. Ich hab's euch am Anfang gesagt, ne? Ich hab's gesagt. So, ich muss halt da hoch erstmal wieder.
So, und dann darf ich aber nicht sofort da runterjumpen. Nicht sofort zum Schatz jumpen. So, an sich ist es aber, glaube ich, jetzt auch nicht so der krasse Orden. Ich glaube, den werde ich halt eh nicht anlegen. Aber, wie gesagt, ne, für den Besitz muss es sein. So. Okay, jetzt gucken wir doch mal. So, ganz vorsichtig. Ich müsste hier... Ich glaube, warte mal, wenn ich jetzt hier lang gehe. Ja, ich glaube, hier war es aber tatsächlich noch nicht. Ich muss jetzt, glaube ich, hier runter. Okay, und genau, jetzt hier. Guck, man sieht hier so ein bisschen, so einen ganz dünnen Schlitz in der Mauer. Und man kann einfach durch die Mauer durchgehen. Richtig gemein versteckt. Aber dann hier sehr, sehr cool. Oh, der Schleicherorden. Mario kann nicht laufen, nur noch gehen. Toll. Was soll das jetzt bringen? Naja, egal. Haben wir einen ganz tollen Orden jetzt bekommen. Einfach, du bist ja nicht. Du willst das Spiel im Hard-Modus spielen, alles klar. Oder du willst, dass das Spiel noch länger dauert? Kein Problem. Nimm einfach den Schleicherorden. Und du kannst bloß noch laufen. Also so hier. Die ganze Zeit. Warum will man denn so einen Orden haben? Gut. Natürlich kriegt man auf YouTube so mehr Klicks, ne? Weil dann das Projekt längere, mehr Parts braucht und so, ne? Das ist schon. Ja, das ist so eine gute Ausrede. Ich sag einfach, ja, Leute, ich spiele in Hard-Modus, ne? Also wundert euch nicht, wenn das Projekt 200 Parts lang geht, ne? Das ist, das liegt am Hard-Mode. Das ist, die Challenge. Ach ja. Nee, aber... Ach, irgendeinen Nutzen wird der Orden schon haben. Vielleicht für irgendwelche Leute, die daran Spaß haben oder... Weil dann kommt man natürlich an die Gegner nicht mehr vorbei. Dann kann man nicht so leicht mehr wegrennen. Das ist natürlich wahr. Aber naja. So gut, wir haben jetzt aber hier, was das hier angeht, 3 Tornados schon besucht. Es sollten 5 in der Wüste sein, habt ihr mir erzählt. Und deswegen mal schauen, wo wir noch einen haben. Oder noch die letzten 2, die müssen ja irgendwo... Geht doch gar nicht anders. Und dann aber noch zu Colorado und ach ja. Kann ich mir vorstellen, dass einer hier ganz oben in der Ecke ist. Ein Tornado, wo ist er? Wow, Alter, voll reingerannt. Ich bin so ein Depp. Okay, da muss einer. Es muss einer. Den mache ich schnell kalt mit dem Hammer. Yeah. Nur noch ein Erfahrungspunkt. Das gibt's doch nicht. So. Oh je. Ja, Mann. Hau doch ab. Oh. Oh je, ein Furchttiegel. Sehr schön. Sieht hier noch voll doof aus. Im Remake war das ja, im Remake sag ich schon, in Paper Mario 2 war das ja richtig so ein Bowser-Face, dass wirklich alle Angst haben. Wegen Furcht und so. Jetzt bin ich hier. Ist bestimmt, okay, sind keine Gegner, ist bestimmt ein Tornado irgendwo. Tornado. Nee, sind bloß ein Haufen Steine. Toll. Irgendwas hier hinter? Nee. Na gut, dann gehe ich aber mal hier wieder den mittleren Weg lang. Der kann jetzt nicht so weit weg sein. Ich hoffe, das ist nicht genau am anderen Ende der Wüste. Hoffentlich. Ich habe gesagt, keinen Bock. Okay. Ich mache euch trotzdem kalt. Mit dem Mega-Damage. Luftangriff. Drin kurz vor der Landung. Ah. Toll. Da das Timing rauskriegen, wird ein bisschen schwer. Aua. Ja, Leute, wie gesagt, also, und deswegen. Also soweit jetzt, ich bin halt nur noch gerade in der Wüste und ihr habt mir halt die Tipps so schnell gegeben. Und deswegen wollt ihr das noch hier schnell machen. Das heißt schnell, ne? Aber für die Zukunft werde ich irgendwas verpassen. Weil das ist immer nett, wenn ihr mich darauf hinweist. Allerdings, ich würde halt sowieso mich dann sowieso selber nochmal schlau machen. Meine Erinnerung auffrischen, nochmal genau schlau machen und dann zielgerichtet halt alles nochmal neu einsammeln, was vergessen wurde. Und deswegen, also, ne? Schon mal für die Zukunft, Leute, schon für die Zukunft, weil so eine Parts sind doch irgendwie, ja... So eine Part sind dann doch schon irgendwie ein bisschen, die ziehen sich, möchte ich ja mal was sagen. Tschüss! Aber jetzt doch zu viele. Wo ist denn hier noch ein Tornado? Wow. Weg ist eigentlich schon wieder auf dem Weg? Nee, natürlich nicht. So, war ich in dem hier schon? Ey, keine Ahnung. Ich glaube fast ja, aber... Naja. Ja, hier war ich denn doch schon drinne. Toll. Ah ja, genau. Hier. Naja, nee, denn Moment. Dann gebe ich vielleicht doch erstmal Colorado seinen scheiß Artefakt.
Das ist ja hier. Gibt's ja wohl gar nicht. So, hier waren wir schon. Wo ist überhaupt diese Stelle mit dem Orden? So, okay, gut. Ich bin wieder auf dem Weg. Dann gehe ich einfach gleich nochmal unten lang gucken. Unterhalb, da. Okay, hier ist auch noch. Den habe ich, glaube ich, auch schon benutzt. Genau, den habe ich benutzt. Genau an dem neuen Kaktus hier. Oh Mann, ey. Was für ein Part, ey. Wow. Schön abhauen. Colorado. Wo bist du denn? Oh Gott, ey. Jetzt bin ich aber wieder. Warte mal, war hier was hinter? Hab ich hier gerade was vorlugen sehen? Nee. Nix vorlugen. Colorado. Ey, wie groß die Wüste ist, Mann. Und alles nur denn für so einen Orden. So. Alles klar, ich mach mal mit Cooper. Der freut sich vielleicht, dass er mit am Fund beteiligt war. Mal schauen. So, hallo. Ach, was für ein Jammer. Noch immer nicht den Funken eines Hinweises. Ich bin so frustriert, dass ich am liebsten alles hinschmeißen würde. Wie traurig. Moment. Mario, das Artefakt, das du da in der Hand hältst. Ja, es sieht aus wie... Nun, es sieht sehr wichtig aus. Trügen mich meine Augen oder ist das ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen? Mario, alter Kumpel, bitte, würdest du es mir überlassen? Na ja, natürlich. Zack. Hier, Mann, du kannst damit mehr anfangen als ich. Ein Hoch auf Mario, umwerfend alter Junge. Schon bald nun werden sich die staubtrockenen Ruinen aus dem Sandmeer heben, das sie verbirgt. Als der brillante Archäologe, der ich bin, kann ich sagen, dass es einfach so sein muss. Ich glaube, eine kleine Anerkennung sollte mir das schon wert sein, alter Junge. Hier, da hast du. Oh je, ein Sternsplitter. Toll, danke, Mann. Nun hast du auch den Zauber der Wüste erfahren. Labe dich an der Erinnerung daran, alter Junge. Gut, okay. Ihn haben wir happy gemacht. Jetzt will ich bloß noch richtig happy werden, indem ich den letzten Orden hier finde. Ja, bloß irgendwie... Mann, jetzt können wir... Wir haben schon 3 Tornado getroffen. Oder waren es vielleicht doch schon 4? Wo ist denn hier noch einer? So, in dem war ich auch schon drinne. Oder war ich in dem drinne? Ja doch, mit den Steinen da, die da sind, da erinnere ich mich dran. Vielleicht mal echt von ganz unten. An sich, der sicherste Weg wäre ja echt von ganz unten links oder ganz unten rechts mal dann so im Zickzack nach oben zu gehen. Aber, ich würde sagen, oben war ich jetzt schon komplett. Hier war ich ja auch schon. Das sieht man an dem ollen Dings, den ich aktiviert habe, den ollen Stein. Wow. Das geht ja noch weiter runter. Mann, komm schon, ich will jetzt noch hier, das wäre der perfekte Abschluss für den Part. Den ollen Orden nochmal kriegen. So, ich gehe mal ganz nach rechts. Ist der vielleicht sogar ganz rechts? Der olle Tornado. So, ist natürlich auch wieder ein Orden, den ich eigentlich gar nicht brauche. Aber ich bin überrascht, dass wir noch nicht mal in dem Gebiet waren, wo der Orden ist. Weil das ist ja einfach, den würde man eigentlich schon sehen, den Orden. Bloß der ist an einer unerreichbaren Stelle, die man nur durch Tornado erreichen kann. Alter, okay, hier waren wir ja auch schon mal. Aber noch nicht gar... Okay, hier ist ja auch schon wieder Schluss. Toll. Warum ist hier denn wieder Schluss? Jetzt bin ich da aber eigentlich schon wieder fast da, wo ich schon ja die ganze Zeit war. Hey, wo ist dieser... Wo ist dieser letzte Tornado? Verdammt, und ich finde den nicht. Leute, warum? So, ich geh einfach nochmal bei dir hier rein. Ich habe ihn gefunden. Oh, Gott sei Dank, ich habe ihn gefunden. Sehr schön, Leute. Yeah, der Wirbelwindorden. Schwächere Gegner werden durch einen Wirbelschlag besiegt. Sehr schön. Okay, genau, und jetzt sind wir hier in einem Gebiet, wo ich anscheinend noch gar nicht war. Wo ist das hier? Ist ja mal interessant, ne? Hier sind wir echt noch gar nicht per Zufall vorbeigekommen. Okay, ach, guck mal, was wir da noch haben. Oh, 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 oh. Moment. Habe ich schon gleich den richtigen ausgerüstet. So, und? Bitte. Nach unten. Flop. Yeah. Hier noch irgendwas? Nö. Komm mal her. Eine Stoppuhr paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Okay, gut. Keine Ahnung, was das für ein Gebiet ist. Ich hau einfach mal ab. Jetzt haben wir hier an sich alles in der Wüste, sollten wir jetzt erkundet haben. Oder alles Wichtige, sagen wir mal so. Ne? Es gibt ja, wie gesagt, noch eigentlich so einen Block. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gefunden hatte oder nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Oh Gott, guck mal, blaue Kaktusse. Das, warte, war ich in dem hier drinne? In dem Tornado? Wo führt der einen denn hin? Blaue Kaktusse? Wee!
Ach so, doch, das war der. Na gut. Okay, ich bin wieder auf dem Weg. Alles klar, sehr schön. Sehr schön, mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch nur hier raus. Also es gibt ja noch einen Block. Ich weiß nicht, ob ich den schon gesehen hatte. Wenn man darauf hämmert, müsste eigentlich ein Pilz rauskommen. Den habe ich, glaube ich, nicht gefunden, ne? Und wenn man dann noch mehr raufhämmert, kommt ein Superpilz raus nach 10 Mal. Und dann, wenn man 100 Mal draufhämmert, kommt ein Ultrapilz. Ja, aber jetzt habe ich nicht so Lust drauf, ne? Und ich weiß jetzt echt nicht, ob ich den schon gefunden hatte. Hui. So, auf jeden Fall erstmal raus aus dieser Wüste, ey. Muss ich wieder zu den Klippen und ich muss ja, wir sind ja mega weit weg. Wir müssen ja mit dem Zug fahren, um hier wieder wegzukommen. Naja, egal. Abkürzung gibt es leider keine. Also haben wir keine andere Möglichkeit. Aber ich bin froh, dass ich nur die Orden geholt habe aus der Wüste. Denn ist ja die Wüste fast, ne, soweit erstmal komplett erledigt. Okay, gut. Doinks, aber Leute, erstmal ist dann auch der Part erledigt, ne. Ich hoffe, es war nicht schlimm, dass wir heute mal wieder viel erstmal nur die Orden geholt haben. Und ja, aber für die Zukunft halt, sollte ich irgendwas verpassen. Man kann an sich alles nachholen, außer die Orden mit Peach. Aber da bin ich auch im Bilde. Alles super. 100% sind machbar. Aber wenn dann ans Komplettieren, gehe ich halt echt dann nochmal ganz zum Schluss irgendwie, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.